Oh, beinahe hätte ich's vergessen. Falls du möchtest, dass ich dich nach deinem Tod nicht auffresse, ich verstehe und respektiere deinen Wunsch und werde ihn komplett ignorieren. Ich bin so froh, dass du's geschafft hast. Ich werde dich killen und Sandwiches aus deiner Leiche machen. Es ist wieder soweit! Oh Mama! Gegen den Kammerjäger! Kämpf! Im Magen, aber mein Kammerjäger hat einen Fight mit Handsome Jack persönlich überstanden. Wechsle mein Geschütz! Das ist beeindruckend! Ladies and Gents, das wird ein höllischer Fight! Dein Fighter hält sich gut, Moxie! Na und ob? Niemand ist stärker und hält länger durch als mein Kammerjäger. Einspielung! Du bist zu gütig. Der Kammerjäger gewinnt! Was habe ich gesagt? Ladies and Gents, der Kammerjäger ist nun Badass Nummer 3 auf Pandora. Dies ist ein Rang höher als 4. Gut, gut gesagt. Danke für deine freundlichen Worte. Hey Sugar, komm wieder her, wenn du da drüben fertig bist. Niedrige Preise und ich stelle keine Fragen.
Möge es dir helfen, viele Gegner zu töten. Danke für die Kohle. Beheere mich bald wieder. Lass es nicht zu sehr krachen. Tja, jetzt hast du hier den dritten Platz. Aber weißt du, was du nicht hast? Einen Körperfettanteil von unter 1%. Wie viele Brustmuckis hast du? 2. Ich habe 13. Verglichen mit mir bist du ein Nichts. Weißt du, was du für mich bist? Eine Zecke, die ich nicht loswerde. Ein Juckreiz an der Stelle, wo ich mich nicht kratzen kann. Ein Stück Brokkoli zwischen meinen Zähnen. Aber bald schon bin ich dich für immer los. Du bist kein Brokkoli. Brokkoli schmeckt scheiße. Hör zu, Kammerjäger. Ein Monster versteckt sich irgendwo im Krater. Es ist groß, gefährlich und total der Hammer. Leg es um! Zeit, um Platz 2 zu kämpfen, Sugar. Ich habe die Nummer 2 unter den Kämpfern gefunden. Er heißt Flyboy. Begib dich in die Forge und erledige ihn. Willst du mir helfen? Zeit, den anderen Gladiatoren ein bisschen Angst zu machen, Sugar. Angst vor dir. Ich habe ein paar von den Steckbriefen gestohlen, die es von euch Kammerjägern gibt. Häng sie rund um die Arena auf, damit die anderen Gladiatoren sehen, was du drauf hast. Belaste dich dein vieles Geld. Bis bald, mein Freund. Wenn du woanders einkaufst, lass ich dich töten. Komm jederzeit wieder vorbei. Jack ist das Schlimmste, was diesem Planeten je passiert. Halten Sie den Atem an, wenn der Kammerjäger sich in die Forge begibt, um gegen Flyboy zu kämpfen. Nichts kann unseren Kammerjäger aufhalten. Absolut nichts. Tür versperrt. Plötzliche Wendung. Die Tür ist versperrt? Na toll. Wahrscheinlich hat die Talk Security die Schlüssel. Geh zur Arena und klau sie aus der Security Box. Go!
Deine Scheiße, Sorge, ich wollte da. Ah, der Gunsjerker. Furchteinflößend und doch beharrlich. Ach, verdammt! Das Monster, das du für mich killen sollst, ist in Wahrheit ein Monster-Truck! Scheiß Vorspiele! Die Massen lieben geheimnisvolle Männer. Ich übrigens auch. Auf Soldaten, aber ich muss sagen. Das ist nach meinem Geschmack. Gamer hier. Heute bespreche ich Diamond Mercenaries 2. Das Gameplay ist ziemlich lahm. Das Spiel ist Mist. 6 von 10 Punkten. Scheiße, was? Diamond Mercenaries 2 war super! Kammerjäger, finde diesen Arsch und bring ihn um, denn ich teile seine Kritik in keiner Weise. Here.
schon Buff-Gamer getötet. Lass uns in Ruhe. Da hat er nicht Unrecht. Komm zurück, Kammerjäger. Danke, Kammerjäger. Diese ganze Gewalt war noch sinnloser als diese Tarnmissionen in Triangle Quest 9. Ich nehm's zurück! Mach alle kalt! Die Tarnmissionen von Triangle Quest 9 waren eine tolle Abwechslung vom normalen Gameplay. Schmort in der Hölle, ihr Bastarde! Diese geschmacksverirrten Bastarde sind erledigt. Komm zurück, wenn du soweit bist.
Das werde ich genießen. So, mach mal das. Lady Ständer. Eine echte Augen! Heilige Skeksbucke! Diese Kammerjäger sind echte Badasses! Aber das spielt keine Rolle! Wir killen dich trotzdem! Stimmt's, Jungs? Hab ich recht? Du bist fertig, Sweetheart. Jetzt dürften die Gladiatoren in der Arena wissen, mit wem sie es zu tun haben. Komm wieder her! Dein alter Freund Sir Hammerlock hätte einen Auftrag für dich. Es scheint eine neue Unterform der Rex zu geben. Irgendwo in diesem so überaus amüsant benannten Badass Crater of Bad Attitude. Geh und finde diese Kreaturen, ja? Achtet auf die Umwelt!
einen Ölsack fallen lassen. Sei so gut und hol ihn mir. Ich kann daran die veränderten Gene der Rex studieren. Ha! Ich werde deine Gene mit eigener Faust verändern, Hammerflop! Die Rex saufen Benzin, auch bekannt als Pandoras einzige gottverdammte Energiequelle! Wir müssen sie killen, nicht studieren! Yo! Wie Mr. Schnurrbart da drüben. Aber ich weiß, was mir Angst macht. Erstens Rex. Zweitens Genforschung. Drittens genetisch aufgepimpte Rex. Liefer mir diese Ölsäcke, sodass Hammerflop keine mörderischen Super-Rex züchten kann, Mann. Der überenthusiastische Mechaniker macht viel Lärm um nichts, mein lieber Freund. Ich werde mitnichten irgendwelche Frankensteinartigen Experimente vornehmen, sobald du mir die Säcke bringst. Derlei Hobbys frönt allenfalls Dr. Zed. Ach, laber doch nicht rum wie so ein Arsch! Touché. Du hast genug Säcke beisammen. Schick sie mir jetzt bitte. Ein Wort, Kameramann! Genetisch verändertes Super-Rack! Okay, das sind jetzt ein Haufen Bindestriche drin, aber formal gesehen ist es ein Wort. Wie auch immer. Schick die Säcke zu mir, statt an Hammy! Wollen wir tauschen? Krieger ist doch nur ein Armenmärchen, oder? Die Wissenschaft schreitet voran. Eine weise Entscheidung, Kammerjäger. Weißt du was? Von mir aus. Aber wenn der Himmel erst schwarz ist vor hyperintelligenten Killerflattermännern, dann denk dran, dass du es mit einem gehalten hast, der redet, als hätte er ein Wörterbuch gefrühstückt. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Oder in unserem Fall, das Wort Kill 1000. Hey Sugar, ich habe ein paar Promo-Interviews gegeben, um dich hochzureden vor deinem großen Kampf mit Pisten. Aber anscheinend sind sie verschwunden. Geh und such sie, ja? Oh weh, wer hat wohl diese Interviews gestohlen und versteckt? Oh warte, gerade fällt's mir ein. Ich, Baby! Pisten will keine Konkurrenz im Äther. Kapiert?
Kann ich den Platz haben? Ich warte auf dich. Weißt du, Pfeife, ich habe die Forge abgeriegelt. Aber nicht, weil ich Angst vor dir hätte. Ich könnte deinen Schädel mit einer Körperzuckung zum Platzen bringen. Sondern um dir die Schmach zu ersparen, gegen Flyboy zu verlieren. Was ist das? Der Kammerjäger bricht die Forge-Security ein. Ein heiliger Akt. Ein abtrünniger Kopf, der sich an keine Regeln hält. Bis der Polizeichef die entsprechende Roboterhäuschen als Partner zur Seite stellt. Und hilft, das Verbrechersyndikat zu finden, das seine Familie ausgelöscht hat und ihn dabei die ganze Zeit über etwas über das Leben lehrt. Immer Donnerstag schon laut. Schnapp dir die Schlüssel zur Forge. Mit einer Nachricht an dieses Opfer von Kammerjäger. Ich bin die Zukunft. Ihr Kammerjäger seid reif für die Abfallprämie. Ich bin der neue It-Boy. Hör zu, du Warmduscher. Ich tritt dich so dermaßen in deine Is, dass du mich anflehen wirst, dich auszuknipsen. Was meint ihr, Fans? Kann sich der Kammerjäger mit seiner Erfahrung gegen die Jugend und die schwachen Sprüche von Flyboy durchsetzen? Ich bin mir fast sicher. Aber ich tue so, als wäre ich nicht, um die Spannung zu steigern. Flyboy ist ein Draufgänger-Typ. Er ist gerade mal 16 und hält sich deshalb natürlich für unbesiegbar. Du wirst ihm das Gegenteil beweisen, Sugar.
Andenker. Markus, Munition. Danke für die Kohle. Beheere mich bald wieder. Danke für die Kohle. Komm jederzeit wieder. Du hast es bis in die Forge geschafft, aber versuch mal in mein Quartier zu kommen, du Lusche. In meinen Bau kommt keiner rein. Kannst du voll knicken? Flyboy denkt, er sei gut geschützt, aber ich habe 3 Zugänge zu seinem Schlupfwinkel gefunden. Geh zur Battle-Liste und baller dich durch einen der Zugangspunkte. Dann kriegst du deinen Kampf mit Flyboy. Der arme Kerl ahnt nicht, was ihm blüht. Er tut mir fast leid. Fast. Meine Torque-Security-Boys putzen dich von der Platte. Du kommst hier nicht rein, und wenn du Scheiße schreibst... Bellt euch auf!